Hey, was geht ab? Ich bin's wieder, dein Big Boy Debelinski, und ich zeige dir jetzt im Clubraum den Lake-Prozessor. Der Prozessor ist das Gerät, das das Ausgangssignal von deinem Mischpult nimmt und auf alle Lautsprecher verteilt. Das ist quasi ein Lautsprecher-Management-System. Zuallererst, nachdem du es eingeschaltet hast, ladest du das Preset. Wenn ihr am Prozessor ein Preset laden wollt, dann drückt ihr den Knopf Menü und dann seht ihr im zweiten Bullauge Tap Me for Presets. Drückt ihr auf Me, seht ihr hier die einzelnen Presets. Mit den Pfeiltasten auf und ab könnt ihr ein Preset auf- oder abschalten. Wenn ihr jetzt nochmal Me drückt, läuft der ganze Name vom Preset durch. Auf dem Preset 1 steht LRSFF. Das steht für Links, Rechts, Sub, Front, Fill. Das heisst, er erwartet an den Eingang die vier Kanäle Links, Rechts, Sub und Front, Fill von eurem Mischpult. Wenn ihr auf Preset 2 geht, ist es nur noch LRS. Das heisst, er macht das Front, Fill selber und erwartet nur noch Links, Rechts und Sub. Wenn ihr auf Preset 3 geht, ist sogar nur noch LR. Das heisst, ihr müsst nur noch links und rechts einstecken und er macht Subs und Front Fill automatisch selber. Wenn ihr das Preset ladet, drückt ihr auf Tap Me to Recall und dann ladet das entsprechende Preset. Aber was, wenn die Front Fills laufen und der DJ stören, könnt ihr dann nicht einfach ausziehen? Nein, das sollte ich besser nicht machen, weil die Front Fills sind so, wie sie hängen, eingemessen und wenn man die bewegt, dann muss man sie nachher wieder neu einmessen. Zudem, wenn man die vergisst, wieder einstecken, dann kommen noch andere Leute und gehen davon aus, dass vielleicht irgendwo ein Fehler ist, weil sie nicht merken, dass da einfach ausgesteckt worden ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du dafür sorgen kannst, dass die Frontfills nicht laufen. Entweder machst du die im Tablet separat, das zeige ich dir im DJ-Aufbau-Video, wie es geht, oder du mutest die Frontfills da. Für das drücken wir Menü, bis wir Gesamtansicht sehen. Drückt Mute Enable und dann sehen wir da unten steht Front Fill links und da steht Front Fill rechts. Das heisst, wir drücken die zwei Knöpfe, um sie zu muten. Die werden dann auch rot und können wieder aus Mute Enable raus. Jetzt sind die Front Fills gemutet und es kommt kein Ton mehr raus und wir müssen auch keine Stecker oder Boxen ausziehen. Was machen wir, wenn wir die Rears muten oder entmuten wollen? Das sind die Boxen, die hinten an der Rückwand vom Clubraum hängen und quasi dann eine Vierpunktbeschallung machen. Das sind die Rears für das Vierpunktsystem. Da bitte auch nicht einfach ausziehen, die könnt ihr auch am Prozessor muten. Die sind auf dem Lake da unten. Und zwar sind das der Knopf A und B. Wenn die nicht rot leuchtet, dann kommt der Ton raus. Wenn die rot leuchtet, dann sind sie zu. Das wäre der Lake-Prozessor im Clubraum.